der Adventszeit hat Licht eine große Bedeutung. Quer durch die Bibel finden wir die Geschichte, wie Gott es hell werden lässt. Ganz zu Anfang hat Gott das Licht geschaffen. Gott sprach, Licht soll entstehen, und sogleich strahlte das Licht auf. Für den Psalmbeter ist das Licht entscheidend wichtig. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Der Prophet Jesaja kündigt Jesus an. Steh auf und leuchte, denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erhellt. Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das hat Konsequenzen für mich. Paulus schreibt, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten.